Ein lautstarkes Hallo aus Fabi Trossini, der Pokémon-Hauptstadt der harten Musik, und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge der Cage Lock hier auf meinem Kanal. Und wir haben wieder einmal, wie jedes Mal, wie immer, den guten alten Mimsu dabei. Hi. What up, friends? What up, friendiness? Let's go! Ja, wir machen heute tatsächlich die Arena. Mhm. Und Cage Match sehr wahrscheinlich in der nächsten Folge. Sehr wahrscheinlich. Ich denke, ja. Ich denke. Müssen wir mal gucken, wie weit ihr kommt heute. Ne? Auf jeden Fall werde ich zuerst, denke ich mal, bevor ich zumindest in die Arena gehe. Ich weiß nicht, ob, okay, du bist noch nie in der Arena. Gut. Nee, ich kämpfe gerade gegen Rabi. Bevor wir in die Arena gehen, möchte ich das Sternum entwickeln. Sternum hat ein frohes Wesen. Ja, das recht kacke. Das ist heftig. Das ist heftig, das ist kacke. Ich weiß. Ich wollte gucken, was du sagst. Ja, ein bisschen schockiert. Ja, nee, wir probieren es mal aus, was denn ist. Gehen wir dafür. Es wird zwar keine Attacken. Junge, wie sah das denn aus? Hast du das gerade gesehen? Ich habe das gerade gesehen. Das sah richtig geil aus. Das sah richtig geil aus. Spult nochmal zurück, falls ihr da nicht hingeguckt habt, gerade in dem Moment. Spult nochmal zurück. Es war ein Anblick für die Götter. Ey, warte, ich bin von Typ Elektro, ich mach's noch einmal. Let's go, Alter. das resistet. Bangrobler, ist okay. Bro, das resistet doch achtfach, oder? Das hat 1 KP gemacht. Ich denk schon, deswegen mache ich wahrscheinlich einfach einen Voltwechsel. Geh raus. Weil Donphan ist wahrscheinlich von Typ Elektro. Elektro. Vielleicht Gestein wegen Flying Press. Obwohl nein. Dann wäre es Neutral. Von Feuer, Gestein auf Gestein, Wasser. Also Steintyp ist geblieben. Ja, auf jeden Fall Elektro. Schwierig. Ich gehe einfach in King. Aber ich habe auch tatsächlich Giftzahn. Okay. Ich habe direkt meine Wahl bereut. Nice, sehr schön. Ein Thema für dich und vielleicht auch für die Zuschauer, falls ihr gerne darüber thematisieren möchtet. Ich finde das Thema tatsächlich... ich weiß nicht. Es ist ein... Es ist ein schwieriges Thema. Und zwar ist das Thema, was aktuell die Runde macht, Glücksspiel. Es fing ja bei den Amis an und so, wie alles bei den Amis anfing, mit den ganzen Verträgen. Und obviously, die Amis haben mehr Reichweite. Ich bin mir sicher, die kriegen wahrscheinlich für einen Monat Slot drehen. Safe Call 200-300 Tacken, also 1000, ne? 203. Alter, 200-300.000 Tacken, so, Safe Call. Und so in Deutschland hat das ein bisschen angefangen, da wurde es kritisiert, dann ging es zurück und jetzt kommt es so gesehen wieder zurück. Und es ist natürlich extrem kritisch und jeder auch über macht da ein Video drüber, weil jeder Moralapostel mal wieder ist und jeder da den Easy Click sieht, da bin ich mir sicher, ich möchte es nicht verharmlosen, Glücksspiel ist Hurensohn, seien wir ehrlich. Es ist wirklich Abschaum und ehrenlos. Niemand sollte da, egal ob man Geldsorgen hat oder nicht, einen Deal annehmen. Zu 100% nicht. Es gibt Alter. 10% by the way. Es gibt immer einen Ausweg. Aber ja, jetzt macht das so gesehen die Runde, weil die Deutschen damit auch angefangen haben. Und weiß nicht, ich sehe es halt, wie bereits gesagt, sehr, sehr kritisch. Und ich finde, man sollte das nicht machen. Aber ich muss aber auch dazu sagen, Glücksspiel gab es vorher immer schon. Obviously, Slots, Blackjack etc. Nennen wir es mal Real-Life-Glücksspiel. Ne? Nennen wir es mal so, um es auseinanderzuhalten. Real-Life-Glücksspiel, genau wie Alkohol, Sucht oder sonstige Sucht, richtig schlimm. Direkt raus, richtig schlimm, direkt abgewöhnt, sich von allem distanzieren, was damit zu tun hat. Das tötet euer Leben, das fährt euer Leben gegen die Wand, das ruiniert alles, Familien, alles. Hat man schon zu oft gesehen.
Aber worauf ich jetzt zum Beispiel hinaus wollte, ist, es gab schon immer Glücksspiel in einer Art und Form, wo die Leute aber nie was gesagt haben, was ich jetzt nicht wirklich verstehe. Weil, egal ob es früher bei Counter-Strike Lootboxen waren oder bei Overwatch oder ob es sonstige Sachen waren, das ist alles Glücksspiel. Ne? Und das gab es schon immer und wurde nie so richtig kritisiert. Aber jetzt, wo es in Anführungszeichen im Hype ist, will jeder drauf aufspringen. Weißt du, was ich meine? Und dann denke ich mir, natürlich gibt's Safecall auch ehrliche Socken unter den Leuten, die das ehrlich meinen. Aber ich bin mir sicher, es gibt auch einige, die das halt einfach für easy Klicks, easy Money machen. Und den gibt's immer welche, ja. Ja, und ich kann's, das kann ich nicht nachvollziehen. Warum? Also natürlich kann man eine Welle machen. Obviously, das muss man ansprechen, das Thema. Meine Meinung dazu habe ich auch in dem Blazing Emerald Part gesagt. Falls ihr Bock habt, meine Meinung darüber zu hören, meine richtige, detaillierte Meinung, zieht euch die Folge rein, die kommt demnächst. Dann werde ich sie hier heute nicht aussprechen, ne? So, YouTube durchgespielt. Let's go. Aber im Großen und Ganzen kann ich diesen riesen Tohuwabohu, sagt man glaube ich auf Deutsch, diesen riesen Wirbel darum, kann ich nicht nachvollziehen. Wie gesagt, ich möchte es nicht verharmlosen. Meine ehrliche Meinung habe ich in meinem Video gesagt, wie ich darüber denke und was man machen sollte. Aber diesen ganzen Wirbel jetzt, nur weil es ein Hype ist, I don't know. Wie siehst du das? Also. Das ist leider immer das Problem. Sobald über irgendwas geredet wird zum Hype, wird das halt. Ja, gibt's immer so zwei Parteien, die dann Videos dazu machen. Ist ja bei Gen 8 ja auch so gewesen. Da gab's Leute, die lieben das Spiel, die machen Videos darüber, über Leaks und so. Und dann gibt's halt auch noch die Sparte, die halt den Baum nicht mögen und dann halt ein absolutes Zerstörungsvideo machen. Also ähnlich ist ja, wie du schon sagtest, bei den Glücksspielsachen. Ist halt wirklich nervig. Eigentlich muss man. Also man muss natürlich erstmal wissen, für welche Seite man ist, ob man jetzt das supportet oder nicht. Das Main-Problem ist halt bei diesen Glücksspiel-Streams auf jeden Fall, finde ich, dass es halt mehr in der Öffentlichkeit gezeigt wird. Und Leute oder Kinder halt leichter Zugriff haben. Weil früher im Fernsehen, das war ja immer so nachts, so wie war es 9 Live, ja. Da waren zwar auch Kinder und die da angerufen haben, aber da wusste man, dass die das sind und dann hat man halt gesagt, haben die ja immer so, ja, jetzt komm, verpiss dich so, in der Maniere. Heutzutage ist halt leichter zugänglich für Kinder, das ist halt so das große Problem. Und ich finde, man sollte dann dementsprechend schon aware, also sagen, dass man darauf achten sollte, also man sollte oft genug warnen. Aber leider, wie du schon sagst, es gibt Leute, die das für Klicks missbrauchen und das ist halt ein übelst bitterer Nachgeschmack. Das mag ich halt auch überhaupt nicht. Ja. Ist halt nur schwierig einzuschätzen, wer das denn jetzt für Klicks macht und wer nicht. Genau, weil alle dann mit dem Mainstream schwimmen und du kannst da halt nichts rauskristallisieren, sagen wir es mal so, ne? Weil jeder weiß, man sollte es nicht machen und jeder von denen sagt es. Aber, ja, weiß nicht, ist Schwieriges Thema. Meine Meinung, habe ich auch gerade gesagt, kann ich nicht nachvollziehen, würde ich selber nie machen. Selbst wenn man Geldsorgen hat, es gibt immer Alternativen, seien wir ganz ehrlich. Dann, Ich muss treffen, please. What? Okay, bitte stirb. Das ist sehr wichtig. Es wird nie langweilig, ich bin ehrlich. Es wird nie langweilig. Safe nicht, weil es war sogar resisted, deswegen hatte ich Angst. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Du sagtest, es gibt immer eine Lösung, keine Geldprobleme. Achso, ja genau, es gibt immer eine Lösung in Bezug auf, wenn du jetzt nicht über die Runden kommst, aber trotzdem ja etwas Reichweite hast, weil sonst würden sich diese Casino-Leute ja nicht anschreiben, selbst wenn es 100, 200 Zuschauer sind. Dann nimm doch selber die Beine in die Hand, ne? Beine in die Hand? Ja, doch, Deutsch. Und schreib andere kleine Firmen an. Über einen Sponsor-Stream. Mach doch ein Indie-Game. Selbst wenn es dir keinen Spaß macht, ist doch am Ende des Tages scheißegal. Es geht doch darum, dass du dann hier um die Runden kommst und aber immer noch dein Gesicht bewahren kannst. Zu dir selbst stehen kannst. So sehe ich das, keine Ahnung. Weil, ja,
I don't know, manche machen sich's einfach zu einfach im Leben, finde ich, und akzeptieren einfach alles und dann nimmt man auch solche Casino-Deals an, die schrecklich sind. Schrecklich. Ja, auf jeden Fall. Ist halt schade, dass halt es manche Leute wirklich nicht juckt, was die da machen. Ja, könnt ihr uns auch sehr gerne in den Kommentaren schreiben, falls ihr dazu auch eine Meinung habt. Auch gerne ausführlich. Ich lese mir die sogar tatsächlich durch. Selbst die Kommentare auf Kentakios Kanal. Real Talk. Wir machen mal einen Voltwechsel, weil ich glaube, der ist von Typ Flug. Und damit sollten wir die erste. Das ist Neutral, okay. Die erste Trainerin in der Arena besiegt haben, wollte ich sagen. Da gehen wir wieder in Dana. Schauen mal. Musste auch erst rein. Ich habe da nämlich noch gesehen, dass man Stärksteine verschiebt hat. Ja. Ich wollte eigentlich auch noch den anderen Trainer machen, aber das war, glaube ich, ein Doppelkampf und dachte mir so, ach, nee. Nee, ich habe gar keinen Bock auf einen Doppelkampf. Ah, da kann einiges schief gehen. Aber eigentlich musst du üben. Wir machen ja einen Doppelkampf am Ende. Ja, das stimmt. Das stimmt. Achso, ja, nee, alles gut. Apropos Doppelkämpfe. Warte, ich glaube, ich muss den auch, ja, ich muss den auch nochmal. Wie wird das bei dir mit Gen 9 aussehen? Weil du willst ja mit Gen 9, wie ich das mitbekommen habe, die Masse erreichen, ne? Ich, also ich hatte vor, auf jeden Fall für Anfänger. Also ich hatte erstmal vor, wieder Duellturm-Sets zu machen. Weil die Leute das halt gerne suchen und die kommen halt dadurch leichter ins CP rein, weil du willst ja irgendwie Postgame spielen, bist vielleicht so casual unterwegs, kennst das noch nicht alles. Dann willst du ja meistens die Kampfeinrichtung ja spielen oder grinden. Neben Shiny Hunting maybe. Und ich glaube, da erreicht man die halt ein bisschen angenehmer dadurch. Dann wollte ich eigentlich generell so ein bisschen übers CP sprechen, vielleicht sogar erklären, was EVs und DVs sind, weil es gibt halt genug Leute, die nicht wissen, was das ist, was für uns selbstverständlich ist. Mhm. Ja. Und ja, ansonsten halt Moveset Guides, ne? Dass die Leute wissen, wie man die jeweiligen Pokémon spielt. Und generell halt von Anfang bis Ende relativ anfängerfreundlich versucht zu zeigen, wie man competitive spielt, was es für Möglichkeiten gibt. Ist sehr viel Content, gebe ich zu. Es gibt auch, es wird aber halt auch von anderen Creatoren hoffentlich, wenn ich mit denen so ein bisschen das abspreche, auch nochmal Content in der Form geben. So dass ich da nicht alleine sitze, weil das ist halt schon sehr viel. Das ist halt so ein bisschen mein Plan und mal gucken, ob man damit so Leute erreichen kann, die halt ja Bock haben, mal CP zu lernen, besser zu werden. Wollte dann auch natürlich Kämpfe mit besagten Monstern aufnehmen, VGC und Singles. Ja, wollte da so ein bisschen in die Ecke gehen. Das war so mein Plan. Ja. Und das beantwortet auch meine Frage, die ich danach stellen wollte. Ich wollte dann fragen, gehst du eher auf der VGC-Schiene, so wie du es vorher gemacht hast, oder gehst du halt auch in Singles rein? Weil für die Leute, die vielleicht jetzt auch nicht so competitive erfahren sind, oder vielleicht doch, aber es nicht wissen, obwohl weiß man vielleicht schon, wenn man ein bisschen competitive erfahren ist, ist aber auch scheißegal. Weil Singles, also Einzelkämpfe, und VGC, also Doppelkämpfe, sind verschiedene Formate, obviously. Aber da sind auch die Spielweisen, der Spread, die Attacken, die Teams komplett anders bei beiden Formaten. Falls es halt nicht wer wusste, deswegen wollte ich da natürlich auch dich fragen, was du so anstrebst. Weil wenn man halt verallgemeinert, ja, ich möchte das für Anfänger machen und so, ne? Obviously kann man da was mit einbinden, kann man sagen, hier, so, Dragoran, Multischuppe, jetzt als Beispiel und Bam Bam, und den spielt man so in Singles und so in Doubles, dann hat man beides abgedeckt, so. Aber natürlich könnte man auch sagen, hey, ich mach mal irgendwie zwei Videos da und dann zwei Videos so und so. Das wäre meine eigentliche Frage, aber du hast ja gesagt, du machst einfach beides, deswegen. Hast ja, du das schon beantwortet? Ich habe gerade das Rätsel gelöst und ich habe es einfach bewusst wieder verkackt. Läuft bei mir. So. Ich wollte halt wie bei BDSP halt dann zwei Videos gleichzeitig. Dann das eine Mon und dann das eine für Singles, das andere für Doubles dann halt einfach.
Das war so mein Plan. Weil, wie du schon sagtest, die werden halt anders gespielt. Muss dann halt auch schauen, dass ich für beides auch Kämpfe parat habe. Könnte mir vielleicht ein bisschen zu viel zumuten, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht dass kleinere YouTuber da nämlich auch was machen, weil man muss sagen, fuck. Man muss sagen, Mann, ey, immer wenn ich was richtig sagen möchte, werde ich hier gerade irgendwie belästigt von der Monagoras und Bootschlag. Was ich sagen wollte ist, das Problem ist bei unserem bei dem Competitive Content, dass ich vergessen habe, dass Christmas-Wunsch noch in der Luft war. Viele Competitive-Spieler aktuell nur Draftling bringen. Und Draftling bringt keine Views. Also yep. Bringen Views, bringen, da habe ich mich gestern tatsächlich privat mit El Cesar unterhalten gehabt, lustigerweise, weil ich den auf der Gruga gestern war, beim Essen. Es ist halt einfach so Draft-Kämpfe und so, weil es machen viele Competitive-Leute bei uns, oder eigentlich alle, die bringen halt die Watch-Time so, aber die bringen nicht die Abos und die Views. Das kannst du knicken. Die Abos und die Views bringen dann eher so Guides, wie du zum Beispiel welche gebracht hast, für mehr so Casual Stuff, wie ich zum Beispiel CP gebracht habe. Aber die bringen halt nicht so viel Viewtime. Und das muss man halt so ein bisschen vielleicht kombinieren als CP-Spieler jetzt vielleicht jetzt in deinem Beispiel. Weil das ist jetzt nicht so dein Maining, du bist ja mehr Logs und so. Mhm. Bei dir werden es halt dann die Nuzlocks dementsprechend, weil die würden dann da bei dir eher die Watchtime bringen. Dass man das halt mischt, aber wir haben halt kaum Leute, die das mischen. Weil es ist halt schlau und das macht halt Pokéaim zum Beispiel oder Cybertron, wenn man es auf VGC bezieht. Die machen halt ihre Kämpfe, aber die teilen halt auch das Team und die Leute spielen, wollen das Team dann halt spielen, aber gucken dann meistens auch die Kämpfe, weil sie wissen wollen, wie die halt damit spielen. Mhm. Und da kann man das halt so ein bisschen kombinieren, dass man dadurch Abos kriegt und halt auch Watchtime. Nur leider ist halt bei uns im deutschen Raum so, dass Leute nur Draft-Content bringen und das bringt halt keine Reichweite. Das ist einfach so. Ja, das ist ja das Problem, was ich in meinem Video schon 75 Mal angesprochen habe. Und ich glaube, mit dir habe ich das Thema auch schon 70 Mal angesprochen. Das ist, das deutsche, sagen wir mal, Marketing, die deutsche Branche in Anführungszeichen, sind ja rein theoretisch Kollegen, rein theoretisch. Es ist an sich kein Wettbewerb, sehe ich nicht so, aber ich denke, das sind viele so leider. Die sind halt auf gut Deutsch zurückgeblieben. Nicht charakterlich, nicht persönlich, sondern der Content und was miteinander betrifft und wie man stetigen Wachstum hat, kontinuierlichen Wachstum und keine Ahnung was. Finde ich so. Weil nicht umsonst sind die Leute im internationalen Bereich immer die, die das als allererstes machen und darauf folgen dann, sagen wir als Beispiel jetzt wir Deutsche, natürlich auch vielleicht Franzosen. Espanol wollte ich gerade sagen, aber Espanol sind die wahrscheinlich, die komplett alles leaden. Das sind mittlerweile die Führer von allem. Das Wort war ein bisschen krass ausgesucht, aber ja, ich bin mir sicher, die Spanier sind wahrscheinlich so riesig. Die sind da immer am ersten. Und wir hängen immer hinterher. Immer. Und meistens kommt dann das zu uns oder Creator machen das erst im deutschen Bereich, wenn schon keiner abgeflacht ist und man es schon vielleicht satt gesehen hat. Und dann bemerkt man, hey, die Formate kommen gar nicht an oder das bringt jetzt gar nichts hier mit denen irgendwas zu machen oder so. Da bringt mein eigener Content mehr. Ja, natürlich. Wenn du da ein Format bringst, was man schon 3 Monate vorher auf gefühlt jeden zweiten Channel gesehen hat, so. Sorry, das ist too late dann. Ja, da haben wir, also ist meistens dann eher dieser Grinding-Anspruch, ob er dann in dem Fall da ist, ne? Ja. Ob man, weil es ist halt wirklich so, man muss halt wirklich schnell sein. Ja. Das ist im Deutschen halt auch so und das machen halt wirklich wenige. Deswegen kann man eigentlich, wenn man es richtig mal wie die Amis macht im deutschen Raum, kann man eigentlich schon viele Abonnenten kriegen. Safe. Man muss sich halt einfach, glaube ich, nur den Arsch zusammenbeißen. Ich persönlich habe es ja bei Strahlender Diamant leuchtende Perle so ein bisschen ausprobiert, wie das ist, wenn man das macht. Und bei mir hat es halt den Effekt gehabt, dass ich plötzlich 800 Abonnenten plus hatte. Ja, klar. Man muss so wissen, wie. Klar. Es ist klar, ansonsten klar. Einfach eigentlich im deutschen Raum. Also nicht jetzt unbedingt auf 100.000 zu kommen vielleicht, aber auf so 1.000, 2.000, 3.000, wenn nicht sogar 10.000. Okay, 10.000 vielleicht ein bisschen übertrieben, dann brauchen wir schon eine gute Nische.
die wirklich, wo wirklich niemand was hochlädt, aber so 1000, 2000, das kann man schon erreichen. Das kann man schon erreichen. Safe. Aber das Thema hatte ich schon 7 Milliarden Mal durch. So. Ja. Der hat dann einfach Nachthieb. Ja, geil, Bruder. Wie immer, perfekter Switch in Pork. Sehe ich mich. Hätte jetzt noch Verfolgung, wäre ich tot. Rabbi ist, glaube ich, einfach Unlicht geblieben. Der gute alte Rabbi. Kann sein, du. Ja, machen wir einfach mal einen Surfer. Ja. It is what it is. Am Ende des Tages kann man immer noch nur so gesehen versuchen, mit seinem eigenen Stuff irgendwas zu reißen. Hoffen, dass Leute das vielleicht auch feiern und dann mit einem collaben wollen, mit dem man dann auch obviously auf einer Wellenlänge ist, einer Linie, sich versteht und so. Und dann, keine Ahnung, von da an was machen. I guess. Ja, connecten, dann wie gesagt so Guides machen, weil dann holst du die Leute ran und nach den Guides holst und dann lässt halt in deinem Fall vielleicht Logs hoch und kriegst da die Watchtime. Also man muss viel kombinieren, Marketing machen. Das ist das Wichtige. Man muss das YouTube-Game ein bisschen kapieren. Ja, und das ist definitiv fucking kompliziert. Ja. Das ist krass, Alter. Finstaurer. Keine Ahnung, was das Toxic Quark war, ne? Aber auch keine Ahnung, was das Karipas ist. Aber Boden ist sehr effektiv. Ja. Hat aber Finstaurer. Lern doch keinen Rankenhieb, Junge. Oder Mädel? Weiß nicht. Ja, das ist Junge. Das ist schon richtig. Cavalanza, sag du Heiliger. Cavalanzis, Schmaranzis. Hat halt krasse Werte, ne? True. By the way, weißt du, was mich mega aufregt in diesem Projekt? Ich habe in diesem Projekt, das ist mein Hochresistet. Digga, was alles? Nein! Wie Zarora und Kavalanzis, Digga. Okay, cool. Zum Glück bin ich so physisch tanky, Alter. Er ist Stahltyp. Boden war sehr effektiv. Ja, wahrscheinlich. Stahlpflanze? Wahrscheinlich, weil Dingens war auch resistet. Elektro. Deswegen kann sein, ja. Alter, hatte ich gerade Angst. Chill doch, Digga, jetzt. Achso, okay, das macht gar nichts. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, was mich in diesem Projekt aufregt, das ist nicht das Projekt selber oder hat nichts mit dir zu tun, das liegt an mir. Ich bin einfach zu perfektionistisch. Ich habe bereits, glaube ich, jetzt schon 5 Folgen verkackt. Entweder ein Encounter ins Overlay zu packen oder rauszunehmen oder die Death-Counter zu aktualisieren. Digga, ich habe das letztens erst wieder gesehen und es triggert mich aufs Tiefste, Alter. Dann steht da so bei mir, ja, ich habe 6 Tode als Beispiel, aber dann kommt Kentakios-Folge und ich habe nur also schon 8 Tode. Oh, Digga, das triggert mich so sehr. Ich hatte noch nie in meinem Leben so viele Fehler, ne? Vielleicht müssen wir das nächste Mal einfach dokumentieren. Aber es ist unser erstes Mal. Ja, das ist safe. Definitiv. Deswegen, für die Zukunft wissen wir es dann. Das ist so. Wenn der 9 ist, dann. Digga, was ist der V-Generator? Jetzt lass mich doch in Ruhe hier. Was ist denn das jetzt hier? Junge! Das 10. Pokémon bei dir mit V-Generator. Zum Glück nicht Bojelin, ey. Ich habe immer noch ein Trauma von dem. Hallo, Milotic ist broken. Hätte wahrscheinlich Falterreigen bekommen. Was passiert? Hallo, ich bin Bojelin, hab V-Generator. Was geht ab? Das war mal ein Milotic. Imagine, das hätte ein Dingens hier gemacht. Irgendein Pokémon bei dir, was Hausbruchkonto oder Geokontrolle. Imagine. Das wäre crazy. So, ich werde auf jeden Fall heilen müssen. Ach, fuck my life. Und dann bin ich mit allen Trainern durch. Ich bin eigentlich auch mit allen Trainern durch. Nice. Mogelieb, okay. So. Gib mir über Mogelieb. So. Hat Scarabon eigentlich in der Mega auch die Passive wie Megapinsir, das normal zu Flug wird? Nein, er macht gar keinen Sinn. Der ist Käferkampf. Was hat er eigentlich für eine Passive?
Wie meinst du? Also der Texer Plager, der Guts und der hat... Also in der Mega, was ist eigentlich seine Ability? Ach so, Skill-Link. Skill-Link? Aber welche Attacken hat der denn, die mehrfach treffen? Kugelsaat, Felswurf. Spielt man den so? Im Singles? Ja. Ah. Ja, ja. Du kannst... was hat man... du kannst halt gegen Flug-Pokémon Schwertanz, Felswerfer oder sowas spielen. Oder generell Felswerfer. Würden die normalerweise gerne in den reinkommen wollen. Trifft halt eher als Steinkante. Ist halt auch stärker als Steinkante. Ja, das ist dann schon irgendwie, wenn ich darüber so nachdenke, ein bisschen bastelt mit seinem Angriffswert, dann triffst du 5-mal. Ja. Kann man das nicht eventuell auch mit Kingstein kombinieren, so wie damals? Dass es dann alle 5 treffen? Obviously treffen, also. Also in dem Dingsformat kann man es machen, wo man Items geben kann, weil bei Mega ist es ein bisschen schwierig. Ah, stimmt, ja. Aber es gibt so ein Showdown-Format, so ein Fun-Format, wo du nur Mega spielst. Mhm. Und da kannst du das theoretisch machen. Aber der ist halt arschlangsam. Deswegen, ich glaube, viele spielen auf dem einfach Wahlband und die denken sich, Junge, was kommt jetzt in Nahkampf rein, was kein Geist ist? Sehe ich. Der Angriffswert ist schon lächerlich. Ich möchte auch nochmal heulen. Ja, sehe ich. Lösen wir noch das Rätsel und dann können wir von mir aus gerne einen Cut machen. Und dann stehen wir vorm Arena-Leiter. Ja, dann machen wir einfach Arena-Leiter und dann direkt Cage-Match. Danach. Yes, sir! Klingt nach einem guten Plan, ja? So. Bin ich down. Glaube, ich muss mich nochmal umdrehen, oder? Ja, so nicht. Oder doch durch die Mitte. Well, too late. Too late. Oh, ich hasse dieses Rätsel, Alter. Es ist so simpel, dass es wieder kompliziert ist. Ja. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch gleich zwei. Vermutung. So. Dann das Gelbe hier. Obwohl, ich war doch gerade richtig. Oh, ich bin so dumm, Alter. Was ist los? Versprecher ohne Ende, Denkfehler ohne Ende. Ich muss essen. Ja, okay. Dann hast du einfach Nährstoffmangel. Ich schwöre. Oder Gehirnzellenmangel. Wäre nichts Neues. Oder legit. Ich war ja in Essen. Auf dieser Google-Liga. Digga, also wir sind zu einem Chinesen gegangen. Der war richtig versteckt im Gang. Das war der beste Asiate, den ich je hatte. Echt? Ja, keine Konkurrenz. Weil das war nämlich traditionell chinesisch. Und die hatten halt... Digga, ich hab mich hier eingesperrt. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, ich muss mich einmal für die nächste Folge dahin kämpfen. Ja, gut, dann erzähl einfach deine Story. Alles gut. Ja, okay. Die hatten halt traditionell chinesisch und das war halt nicht so amerikanisiert, weil das meiste chinesische Essen, was wir hier haben, das ist halt amerikanisiert. Also da hast du so Chop Suey, weißt du, All You Can Eat mäßig. Mhm. Und das hast du da halt nicht. Ich glaube, ich mach das. Ich stell mich jetzt hier hin einfach. das klappt mit Unterhalten und Machen nicht so mit mir. Und das war so richtig traditionell, weil du merkst, da waren sowas wie Schwein- und Hühnerfüße zum Beispiel drin und richtig viele verschiedene Gerichte. Mm. Und das Essen war so krank. Das war richtig krank, was die da rausgehauen haben. Ja. Die Portionen waren riesig, das Essen hat kaum was gekostet und wir waren kurz vor Ladenschluss und die haben extra für uns 2 Stunden länger aufgemacht. Damn, das ist krass. Das ist krank und die sind irgendwo versteckt in so einem Hintergang. Und es war der beste Chinese, den ich je hatte. Legit, also 10 out of 10. 10 out of 10. Glaub ich dir. Es sind immer die No-Names, die einen überraschen. Digga, ja. Es ist so. So wie bei How I Met Your Mother. Es ist immer dieser eklige, ranzige Laden, der nach nichts aussieht und dann schmeckt er einfach wie 18 Sterne. Ja, ist halt wirklich so. Yep. Gut, ich
Dann wollen wir die Folge, denke ich, mal beenden. Wir sind schon bei 29 Minuten circa. Nächstes Mal machen wir die Arena-Leiter plus Cage-Match. Und dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall bei mir so vorbei, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich wirklich sagen, habt doch einen schönen Nachmittag, Abend, Tag und ein nice Life. Macht's gut. Peace.